Hey Guys und Girls, hier ist wieder euer Grid Gamer. Zurück zu Let's Play Overlord. Wir sind hier bei der Baustelle für den Tempel. Ich habe mal geschwind nachgeguckt, wie dieses kleine Gebiet hier heißt. Das ist sogar ein recht einfacher Name. Habe ich einfach mal kurz nachgeguckt, den guten Namen dieses Gebietes hier. Und das sieht mir hier doch schon wieder so aus, als ob hier ein Rollrollgegner kommen würde, oder? Da hinten sehe ich doch schon Augen und so weiter. Da muss doch ein Rollrollgegner kommen. Und ja, da kommt einer. Oh, 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 Achtung, Achtung, der gibt Vollgas. Mensch, denk ans Tempolimit. Denk ans... Oh, Mann. Ja, denk nicht ans Tempolimit. Aber dafür haben wir jetzt Zeit, ihn zu vermöbeln. Und zwar schnell, bevor er wieder angreifen kann. So, guckt euch mal diesen dicken Fettklops an. Kein Wunder, dass der sich nur durchs Rollen bewegen kann. Ja. So, im Moment, wo ich das jetzt hier aufnehme, lade ich gerade den Part 29 hoch, genau, wo ich die Umfrage starte bezüglich der Namensgebung der Schergen. Sprich, ob wir zum Beispiel den einen Schergen Herbert nennen sollen, den anderen Günther, den einen Olaf. Wir können es auch gerne so machen wie bei SpongeBob, einfach 10.000 Olaf nennen und dann einen einzigen Günther. Da steige ich Olaf! Da steige ich auch Olaf! 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 Und, darf ich raten, der letzte heißt dann... Ja, das ist richtig. Günther. Ah, da ist wieder ein Rollroll. Komm. Vollgas. Das sollte man nicht auf der Autobahn machen hier, was der macht. Sonst passiert genau das hier. Wie verstärkt man überhaupt, um sicher zu gehen, dass der nicht wieder anrollen kann. Das ist für mich jetzt der Rollrollkäfer. Was machst du da? Hat er gerade zum Gott gebetet, so Praise the Lord, the Overlord. Hat er gerade das schon gemacht? Das sah so aus, so Praise the Overlord. Hallo. Tag. Komm, roll los. Okay, jetzt sollte der Overlord aus dem Weg. Wow. Ich glaube, da müssen wir jetzt zweimal attackieren, weil das einmal wahrscheinlich nicht ausreichen wird, oder? Ah doch, easy game. Kein Problem. Guck mal, er hat schon einen Zwergen kaputt gerollt. Rest in peace, Zwerg. Du bist ein ehrenhaftes Opfer gewesen. Die Kamera zoomt währenddessen dramatisch raus, anstatt rein. Wollte ich jetzt eigentlich nicht so, aber klar. Wenn man so nach oben guckt... Kann man schön weit gucken, aber ich muss so vorausschauen gucken, um zu sehen, ob da wieder ein Rollrollkäfer kommt. Und da ist einer. Da kommt er angerollt. Hallo Rollrollkäfer. Oh, ich habe mir, glaube ich, meinen Schädel angehauen. Au, lass mich. Oh, da hat einmal zugebissen. Zubeißen ist nicht so dem Seins. Also, Biss ist sehr uneffektiv gegen uns. Man kann uns schon als Unlichttypen anerkennen, oder? Wir als Overlord. Wir sind Anti-Licht. Wir sind für Dunkelheit. Mann, ich habe das Gefühl, dass in meine Nase, dass der gleich was kommt. Hä? Wo geht ihr denn hin? Nicht vorausrennen. Ich weiß, ihr wollt die Lage erkundschaften, aber der Overlord Good Gamer will das auch alles sehen. Und die Zuschauer da draußen auch. Das ist klar. Oder habe ich recht, meine lieben Zuschauer, Abonnenten und Abonnentinnen und Guys und Girls, wie ich es ja jetzt immer sofort sage. Manchmal fallen einem so richtig, ja, so einfach aus dem Nichts Sachen ein. Gerade zum Beispiel jetzt bei der Begrüßung mit dem Guys und Girls ist mir nie eingefallen, bis vor kurzem halt auch die weiblichen Zuschauer, Zuschauerinnen da draußen zu erreichen. Das ist ja klar. Aber wie man da nicht drauf kommt, kann als jüngeres etwas da, wie ich es bin. Ja, das ist schon sehr fragwürdig. Allgemein ist so viel passiert bei mir allgemein in den letzten 2 Jahren, aber ich will es tatsächlich mal wann anders bereden. Das kommt schon noch, keine Sorge. Oh, ich weiß, was ich mache. Ich glaube, ihr wisst es auch schon, oder? Nicht töten und zerstören, schieben. Mensch, Schergen kennt ihr nicht das Wort verschieben? Au! Ey, was soll das? Voll unfreundlich. Okay. Nein, keine in die Lebensquelle bitte rein. Ich kann mich selber regenerieren.
Kommt, schiebt schnell. Schneller. Schiebt. Ja, 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 ja. Komm. Ja. Los, Rollholkäfer, dein Einsatz. Boah, coole Kamerafahrt. Oh, oh. Alle drei umgerollt. Das war ein Strike. Dum, 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 dum. Ach, das war's ja schon. Stimmt, er wurde ja durch die Zwerge ganz schön verletzt. Das Tor ist zu. Oh, oh, oh. Er konnte noch nicht mal zu Ende reden. Hä? Lol. Der ist durchs Tor gesprungen. Meister, hilf mir. Keine Sorge, Scherbe. Ich errette dich. Ah, danke, Meister. Ich hatte jetzt ganz schön Angst. Er springt einfach durch das Tor durch. Ist ja genial. Oh Mann. Ja, da sieht man mal teilweise leichte Unbedachtheit ist dann doch schon drin. So, und da vorne ist dieser riesige Feuergolem. Wir können uns nochmal theoretisch raus teleportieren. Wir sind die Erstgeborenen. Wir sind nicht für harte Arbeit geschaffen. Was? Wesen, die nicht für harte Arbeit geschaffen sind? Ihr gehört nicht auf diesen. Ihr gehört nicht zu diesem Planeten. Jeder Mensch muss irgendwo hart schaffen. Egal wo er arbeitet. Komm her, Rollrollgegner. Die Muttergöttin ist eine Elfe. Wie können die glauben, sie sei etwas anderes? Keine Ahnung. Die haben auch nur ihre. Wo sind die Vögel? Die Bäume? Ja, wir sind hier in den Bergen. Was erwartest du denn anderes? Oh, Achtung, der Rollrollgegner. Unsere Muttergöttin ist eine Elfe. Wie können die glauben, sie sei etwas anderes? Ja. Overlord vögelt gerne mit. So, Weg ist frei. Wir sind nicht für und der macht wieder Arbeit Praise Overlord. Ganz genau. So, meine Elfen. Jetzt hätte ich fast schon Schergen zu den Elfen gesagt. Hat uns nicht verlassen. Wollte ich gerade sagen, ihr seid jetzt frei. So, plündern für mich bitte die Schatztruhe. All die Gold und das Magie sollen mir gehören. Gerne doch, kein Problem. Aber bitte rennt wieder nicht in den nächsten Suizidmord, okay? Danke. Ich muss in den Dunkelwald. Ja, du geh doch in den Dunkelwald. Los, bewegt euch und steht nicht nach rum. Sonst kann ich meine Meinung gleich ändern. Die Muttergöttin wache über euch. Stimmt, da ist noch was zu plündern. Darf ich mal kurz meine Elfen... Ja, ich darf doch kurz. Ist ja erlaubt. Er hätte ja eh nichts. Wie immer. Immer das Gleiche. So. Setzen sie sich dann langsam in Bewegung oder bleiben sie noch stehen? Naja. Es gibt noch Hoffnung für uns. Ja, aber nicht mehr lange, wenn er da noch länger stehen bleibt. Genau, schieb das mal weiter entlang. Aber ich glaube, diesen Steinklotz werden wir jetzt gleich brauchen. Ich muss wieder Bäume sehen. Will jemand eine Schaufel haben? Jo, einer will eine Schaufel haben. Oder eine. Schergen können bestimmt auch weiblich sein. Wie im Untertitel was eingeblendet wird und überhaupt nicht zum Aussprechen gekommen ist. Egal. Lob die Muttergöttin. Ah, jetzt konnten wir wieder was sagen. So. The Floaty Overlord ist wieder unterwegs. Da wollen wir das Tor öffnen. Wir werden jetzt wohl ganz schön viele Minen bauen. Wir müssen ein weiteres Tor nämlich sprengen. Das dritte Stahltor, was man schon sprengt. Die armen Stahlkonstrukteure. Ich muss in den Dunkelwald. Müssen bestimmt hart gearbeitet haben, um dieses Stahltor zu entwickeln. Nur um dann doch wieder zerstört zu werden. Hat uns nicht verlassen. Könnt ihr mal die Klappe halten? Ihr nervt mich gerade. Ja, wir brauchen mehr als nur drei. Da brauchen wir noch ein viertes, vielleicht sogar ein fünftes. Mal gucken. So, wir hatten zuerst Stahl, dann Edelstahl und wieder Edelstahl. Okay. Ich dachte schon, das hält jetzt noch was aus. So, mir ist es jetzt so dumm, zu denen wieder zurückzulaufen. Deswegen sei es ihnen mal gegönnt, verschont zu bleiben. Ansonsten hätte ich gerne meinen Morgenstern ausgepackt. Oh, halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp, sagte ich. Ah, Mann. Das ist nicht die Tante Marianne, die ich kenne. Andreas, meinte ich.
Marianne? Das war doch was ganz anderes. Das war doch mit Dommel. Jetzt bringe ich schon Fernsehserien durcheinander. Naja, macht euch nichts draus. Ich habe das Ganze eh nur über YouTube kacke gesehen und nicht im reellen Fernsehen. Und ich war Gott froh, dass ich das gemacht habe. Ich war sehr froh, dass ich das gemacht habe. Na los, schiebt! Schiebt! Kamera, kannst du bitte rauszoomen? Danke. Wollte schon sagen. Oh, da ist schon wieder ein... Aha, wegen dir. Oh, Angriff! Wow! Was war denn das denn? Das war ja gar nichts. Oh. Der möchte nicht nochmal losrollen. Tja. Das war sein Fehler. Ja, du hast es geschafft, Overlord. Der Grüne hat uns auch wieder angefeuert. Oh, nice. Da ist viel Stuff. Dankeschön. Ja, die Regeneration ist natürlich noch nicht wirklich stark. Oh. Darf ich kurz stören? Ich denke doch mal, das sollte kein Problem sein. Ah, die Grünen sind ja super. Die springen richtig auf die Gegner zu. So, und hier gibt es wohl ganz schön viel zum Schieben und Zerren. Die Grünen mit dem Zauber sind sogar nicht schlecht. Ich glaube, weil ich mal so frei bin, lasse ich mal kurz einen Braunen da. Werde noch einen Grünen mitnehmen, weil das war ja gerade cool, wie sie einfach sich auf die Beute draufgestürzt haben. Das machen die Braunen nicht so aktiv. Aber gut, wir haben das schon gelernt. Die Grünen, das sind die Grashüpfer und die Stinker. Das dürfen wir nicht vergessen. Oh, immer das Klirren der Holz und der Loot und der Goldsound. Das befriedigt mich als Overlord einfach nur so sehr. Und euch so? Ich hoffe doch auch mal. Zack. So, der Neue darf direkt was süffeln. Bitte sehr. Gönn dir. Das ist nur hier das einzig wahre Warsteiner. Ja, guck mal, wie der schon glüht, ey, mit seinen Augen. Sehr schön. So, und ich glaube, wir müssen jetzt gleich da sein. Oh ja, da sind wir. Und dieses Viech. Das haben wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Oh. Boah. Voll verkloppt. Oh, es lebt aber noch. Wie ich es mir gedacht hatte. Das Wesen aus dem Kämpfen. Jule, diese Diebin, ist noch immer hinter der Statue her. Das ist ja diejenige, die wir im Dunkelwald gesehen haben. Die sucht sie also immer noch, diese Statue. Und irgendwo ist eine Stärke wieder stecken geblieben. Egal, so. Dann müssen wir jetzt hier den Bosskampf folgendermaßen besiegen. Ihr seht das schon, der glüht regelrecht und er war schon allgemein sehr schwer zu besiegen. Deswegen nutzen wir mal die Käferchen. Rollkäfer, boom. So, man könnte jetzt meinen, okay, bringt nicht so viel, aber ihr werdet schon sehen, das bringt sehr wohl was. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Next. Oh, fuck, die gehen woanders lang. Zurück. Wuhuhu. Scheiße, das war nicht gut. Der nächste Schritt, das nächste Objekt, der nächste Strich, so wollte ich sagen. So, das können wir auch noch von hier zerstören. Hatte noch ein paar mehr, dass es schneller geht. Und das riskieren wir. Alle zurückziehen, alle zurückziehen. Oh, da stecken ein paar fest, da stecken ein paar fest wegen den Körperleichen der Rollrollkäfer. Aber es konnten alle entkommen. Perfekt. Hä, was macht der denn jetzt? Der hat gerade einen kleinen Ice Skate Slide hingelegt. So, Scout. Und da wieder zerstören. So, ihr seht schon, der Golem ist stark angeschlagen. Und jetzt kommt der letzte Rollrollkäfer und boom. Das habt ihr gut gemacht, meine Kleinen. Den Boss besiegt, ohne einen einzigen Schergen zu brauchen. Sind einfach mal die Gegner ausgenutzt. Richtig cool und innovativ, wie ich finde. Ja, das war cool. Vor allem ging das jetzt sehr, sehr fix. So. Jetzt könnt ihr mal ordentlich Lebenspunkte holen, weil jetzt gibt es sehr viel. Ah, verdammt, okay. Der bleibt als Körperleiche hier liegen. Das heißt, den müssen wir aus dem Weg gehen. So. Dann holt mal ordentlich hier die Punkte daher, weil ich bin gerade zu faul zum Latschen. Und dann greift euch wieder das Objekt wieder.
Weil ich leider wieder vergessen habe, was es genau nochmal war jetzt. Also für welche Farbe was steht und ob es mehr Stärken sind. Mama! Ist das deine Mama für dich, ja? Herr, jetzt kommen wir zur kritischen Phase meines teuflischen Plans. Okay, dann erzähl mal. Ich zur Statue ausschwärmen und wartet ab, was geschieht. Okay. Dann ab dafür. Oh. Er ist reingegangen in die Statue. Hallo? Hallo? Hier ist der Overlord. Die alten Gerüchte waren also wahr. Die Statue ist hoch. Mehr Schergen, Herr. Mehr. Mehr Schergen, geht klar. Noch ein brauner und noch einer. Okay, der zweite ist drin. Jo. Noch mehr. Okay, wie viel denn noch? Jetzt sind schon drei drin. Die dürfen sich jetzt auf eine abenteuerliche Fahrt vorbereiten. Noch einer? Jo. Knall, ich hab's kapiert. Und vier. Wer bietet mehr? Knall, bietest du mehr als vier? Ja, er bietet mehr. Okay, jetzt sind es schon fünf. Ich bin mir sicher, dass Jule zurückkommt, wenn die Luft rein ist. Okay. Sie kennt die Geheimnisse der Statue wohl nicht. Dann schnell komm, los. Wenn sie ihr Territorium erreichen, werden die Schergen sich wegschleichen und ein Portal suchen. Lasst uns diesen Ort verlassen, damit sie ihre schmutzige Arbeit in Ruhe erledigen kann. Das ist ein wahrlich fantastischer Plan, den sich Knall da ausgeheckt hat. Einfach Schergen in die Statue rein platzieren lassen. Die sind jetzt da drin. Und wenn Juli die Diebin kommt, diejenige, die wir im Dunkelwald ja, wie eben schon erwähnt, gesehen haben. Tja, dann wird die Statue mitsamt den Schergen wegtransportiert. Und sie hat von nichts eine Ahnung. Hehehehe. Schnell, meine Schergen. Lasst uns hier schnell verschwinden, damit sie uns nicht sieht. Tja. Ich denke, die wird überrascht sein. Ihr könnt mehr Schergen rufen. Ich wollte schon sagen, das sah so aus, als könnten wir mehr Schergen rufen mit dem Zauber. Und jetzt passiert was. Da ist schon wieder dieser... Ja, dieses Viech da. Das wir auch einmal, glaube ich, nur bisher gesehen haben. Das war noch ganz früh. Oha. Es besitzt Teleporterfähigkeiten. Ah, stimmt nicht. Ich glaube, im Dunkelwald kam es auch vor. Werden wir mitteilen, wenn sie ein Portal für euch aktiviert haben. Oh ja. Dann könnt ihr euer böses Territorium noch weiter vergrößern, Herr. Wäre das nicht nett? Und wie das nett wäre? Oh, Achtung, das wird ein Rollrollkäfer. Schnell weg hier. Aber ich möchte erstmal Aufträge. Was wir jetzt in der Chronik geschafft haben. Knalls teuflischer Plan wird ausgeführt. Eure Schergen sind unterwegs in Jules Territorium. Gotcha. Sage ich dazu mal nur. Sehr schön. Wunderbar. Das hat ja gut geklappt. So. Nein. No, ich wollte keinen grünen reinschicken. Es tut mir leid. Ich wollte einen braunen reinsetzen. Naja. Jetzt ist es zu spät. So. Sehr gut. Dann haben wir jetzt schon mal einer der drei Wege abgeschlossen. Jetzt zu den anderen beiden. Und ich würde sagen, wir gehen dahin, wo uns die meisten Schergen erwarten. Erstmal zu euch beiden hier. Nee. Du trinkst mir nicht das Erdinger Weißbier weg. Das kannst du vergessen. So. Dann gehen wir mal zu denen. Los, Attacke! Oh, die Grünen sind geil. Oh, ich brauche mehr Grüne. Ich will mehr Grüne. Guckt euch an, wie die losspringen. Ich brauche gar nicht mehr das machen mit dem hinter denen herlaufen. Das ist ja episch. Ja, genial. Boah, ich muss Grüne wieder mitnehmen. Ohne Scherz. Okay, das sind noch ein paar. Und hier ist noch ein Zauber. Perfekt. So. Den Typ ohne Helm, den werden wir mal ganz schnell los. So, dann lassen wir mal die beiden Dinger explodieren. Und schon wieder der nächste Strich. Ich glaube, das ist sogar das erste Mal, dass Knall diesen Satz zweimal schon sagt. Das ist ja brillant. Okay. Dann würde ich mal sagen,
transportieren wir jetzt hier noch dieses Gefahrengut ab. Das dürfte wieder mehr Lebenspunkte für den guten Overlord sein. Und ja, ich werde jetzt einfach die Schergen hier verfolgen, bis wir an unserem Spawn das sind. Und dann wird sich Knall nochmal melden, okay? Wir sehen uns gleich am Spawn wieder. Genau das wollte ich hören. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part zu Let's Play Overlord wieder. Wir können gespannt sein, wohin uns Jule mit unseren, ja, eingesperrten, natürlich geplanten eingesperrten Schergen, voll der Zungenbrecher, wohl hinführt. Da bin ich schon ganz gespannt. Also Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Habt noch einen schönen Tag da draußen und ich würde sagen, bis denne und ciao.